Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Let's Play Koop Saisons und dementsprechend ist natürlich auch der Malte wieder mit dabei. Guten Tag zusammen. Ja, ein wenig weniger Schwung. Ja, ein wenig weniger Schwung ist auch eine sehr gute Ausdrucksweise bei Malte in der Stimme als bei mir, aber das ändert sich jetzt, Malte. Denn du bist ja so mega motiviert, Georg, das ist ja mega krass, ey. Da muss ich ja gleich auch mal ein bisschen wach werden hier. Ja. Ja, also, ihr seht es hier schon. Ich bin in der Teamauswahl, habe Kolumbien ausgewählt und habe jetzt hier gerade die Formation vor mir im 3-5-2. Das heißt, genau, denn wir spielen noch ein zweites Mal mit Kolumbien. Ja, letzte Episode war ja auch schon Kolumbien. Und wie angekündigt, immer zwei Episoden stellen wir ein Team in zwei verschiedenen Formationen vor. Und weiter will ich dich auch gar nicht unterbrechen. Ja, das hätte ich natürlich noch kurz dazu sagen müssen. Ja, das sagen sie alle. War ein super Fail hier. Also ihr seht, 3-5-2 richtig offensiv. Haben wir uns gesagt, gehen wir mal ein bisschen Risiko. Ospina ist wieder am Tor, hat einfach die besten Werte unter den Torhütern hier. Dreierkette mit Arias, wie auch immer. Amero in Endverteidigung ist, denke ich, mit 76 ganz ordentlich hier. Zapata, der Linksverteidiger, weiß nicht, die Werte. Die sind jetzt, muss ich sagen, nicht so überragend. Aggression 80 ist nochmal ganz ordentlich. Doppel 6 haben wir auch unverändert gelassen, hier einmal mit Aguilar. 84 Aggression, 81 Abfangen, gute Übersicht. Kurzpasswerte sind auch ganz gut. Ja, denke ich, ein ordentlicher Spieler. Guarin. Ich überlege mir echt mal, wie man die Namen hier ausspricht. Also Guarin habe ich gehört im einen oder anderen Let's Play Ultimate Team. Dann wird es wahrscheinlich so richtig sein. 92 ja Schusskraft. Beim letzten Mal. Junge, mit dem müssen wir mal einen abziehen. Wäre ein Plan. Fernschüsse 87, boah. Warum nicht? Freischusspräzision auch noch 82. Vielleicht sollte man mit dem mal einen raushauen. Ja, dann mach hinne, damit wir da loslegen können. Also über rechts Rodriguez. Sehr, sehr schnell auch. Wobei 81 Antritt geht noch. Ich habe den gerade. Ich hab darauf gewartet, dass du feststellst, dass der gar nicht so schnell ist. Ich habe den natürlich gerade hier mit dem anderen verwechselt. 92 Antritt, 91 Beweglichkeit. Also der geht richtig ab. Gucken wir mal, was der dieses Mal bringt. Auf der 10er Position Quintero. Ja, 78 insgesamt, auch ganz ordentlich. Ordentliche Ballkontrolle, auch denke ich im Dribbling ganz gut. Also auch recht ordentlich und auch unsere Sturm-Doppelspitze bleibt hier unverändert mit Falcao und dem guten Herrn Ibabo. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt wirklich genug rumgelabert und euch hier mega gelangweilt. Und dann geht's jetzt hier mal los. Ich suche direkt mal einen Gegner. Tu das. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal schneller geht. Ja, Mann. Hoffentlich diesmal keinen Regen. Ich habe das Gefühl, dann können wir noch ein bisschen besser kombinieren. Letztes Mal lief ja gar nicht so schlecht auf jeden Fall in der Episode mit Kolumbien. Aber mal schauen, was diesmal geht. Ja, man hat natürlich bei Regen immer mal so Bälle, die man leider nicht mehr erreicht, die man ansonsten vielleicht erreichen würde, was immer schön nervig ist. Und ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, wie wir so die Dreierkette meistern, muss ich sagen. Also ansonsten ging es ja in der Defensive jetzt lang. Ja, Dreierkette ist auf jeden Fall nicht so einfach, zu zweit vor allem noch. Mal schauen. Also wir dürfen nicht zu viel aufmachen, das ist wichtig, dass wir da nicht immer raufrushen auf die Gegner. Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber ich denke, offensiv können wir da ein ganz schönes Feuerwerk abbrennen. Sind wir mal gespannt. Und, schon wieder das Gleiche, ey. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, Koop-Modus ist manchmal ein wenig verbuggt. Ja. So. Gut, versuchen wir es direkt, okay. Jetzt können wir einen Gegner suchen. Ist bei dir das Team noch richtig eingestellt? Achso. Brich mal ab. Geht nicht mehr. Nee, ist richtig eingestellt, oder? Ja, also ich hab's gerade unten rechts noch gesehen, es sah ganz gut aus. Ja, du spielst mit jemand anderen zusammen, ne? Das ist dir klar. Wie mit jemand anderen zusammen? Na, ich bin nicht drin. Ja, dann spiel ich alleine. Toll. Ja, dein Freund spielt gerade eine Partie, steht hier. Geil. Sorry, lass uns einfach kurz schneiden. Dann machen wir den Wir sehen uns gleich wieder, bis dahin. Der Malte war ein bisschen zu voreilig. Nein, ich meine mit Schneiden, dass wir vor der Teamauswahl. Oh, jetzt drücken die auch nicht weg hier, die Vögel, ey. Du musst auch vor dem Anstoß rausgehen, ne? Das ist ja klar, sonst kriegen wir eine Niederlage. Am besten mach Xbox-Menü, also zurück zur Startseite. Ja, also ich habe den Anstoß, das heißt, ich kann das Spiel jetzt verlassen, oder? Ja, dann verlass. Ich habe den Anstoß noch nicht gespielt. Sollte also klar gehen. Ja. Ich bin wieder mit dem völlig falschen in Koop-Saisons, ey. Cruz Ave offline, auch nice. Quatsch, ach Quatsch. So, ich bin jetzt wieder drin. Dein Freund ist spielbereit. Das 3-5-2 ist auch spielbereit, sehr schön. Dann suchen wir doch eben mal erneut. Also wo willst du jetzt cutten? Vor der Teamauswahl. Also,
Hä? Vor der Teamauswahl? Vor der Gegnersuch-Ding ins Wurmens. Und wann willst du jetzt wieder einsteigen? Weißt du, wie wir aufgehört haben am Team-Ding? Nein, ja. Aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach mit meinem Cut aufhören dann. Machen wir es so. Also, du kannst ja sagen, dass wir wieder zurück sind. Ja. So, warte. Ja, das passt. So, da sind wir auch wieder. Jetzt klappt's hier also. Uns geht gegen den FC Everton. Auch ja. Nicht schlecht. Richtig. Du bist so. Das, glaube ich, ein Blau. Ja, richtig. Stimmt, diesmal bin ich ja wieder blau, denn ich bin ja diesmal Spieler 2. Also im 3-5-2 jetzt hier um den Kannst Titel. Durchstecken? Kann ich mal direkt durchstecken. Schade. Außen mache ich. Boah, ein nicer Ball hier mit dem Außenriss. Ja. Der war ein bisschen weit, aber sehe es schon kommen, das Flankentor. Da ist es. Fast wäre es das gewesen. Das Guarin. Oh, mit dem müssen wir mal einen abziehen. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich muss mich echt umgewöhnen, dass ich jetzt diesmal wieder blau bin. Was? Was war denn darin faul? Thierry. Thierry, hey. Ey, Junge. So, stecken wir unten mal. Oh, den musstest du, glaube ich, nicht mehr ausrichten. Nee, hätte ich gleich spielen können, das stimmt. Und der war auch scheiße. Ja, sehr optimistischer Ball vom Gegner hier. Bin unten. So, aber muss man ein bisschen ruhiger jetzt hier auf, oder? Ja. Gerade noch so. Gegner bisher irgendwie sehr überhastet, habe ich so das Gefühl. Weiß nicht. Das ganze Spiel ist gerade noch ein bisschen zerfahren. Ja. Vielleicht kannst du mal durchstecken. Naja, ich dachte, du läufst in die Lücke rein. Oh, Glück gehabt! Oh, und dann, nein, ist, dann schießt er den im Abseits. Steht der Falcao im Weg, bitte. Das passiert so oft in FIFA 14. Wie kann man denn als Stürmer so behindert sein, ey? Boah, und der spielt. Oh, nee. Das ist Quintero, der hat nicht so einen guten Schuss. Wäre das Guarin gewesen, dann hätte es aber gebrannt. Aber richtig. Wir können ja auch schon mal eine Idee äußern, die wir so für die nächsten Videos haben oder mal testen wollen zumindest. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir auch mal so ein bisschen themenbezogenes Commentary machen würden. Das heißt, boah, ein nicer Übersteiger. Ihr schlagt uns in den Kommentaren ein Thema vor, über das wir mal so ein bisschen quatschen. Ein Video lang. Ja, und da gucken wir uns dann einfach. Puh, Glück gehabt, ey. Ja, gucken wir uns dann einfach an, was so vorgeschlagen wird und quatschen dazu mal ein bisschen. Und ja, können dann einfach mal gucken, wie so das Feedback dazu ist. Ist, denke ich mal, eine coole Abwechslung auch so für das Let's Play. Boah, nice. Boah, aber auch gute Grätsche dann auf jeden vom Gegner. Das heißt, das Ganze gerne mal in den Kommentaren äußern, was werden wir auch am Ende des Videos nochmal sagen. Oh. Oh, was? Wie er da reingeflogen kommt. Ist aber auch ein kleiner Mann, der da zum Kopfball gehen will. Meine Güte. Ja, sind wir 0-1 hinten gegen Everton. Kann man ja auch mal sagen, dass wir gegen Everton spielen. Habe ich am Anfang gesagt, mein Freundchen, aber gut. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Passt. Sieht man mal wieder, wie ich dem Malte zuhöre. Da kommt der krass reingeflogen, ey. Und mal wieder ein Kopfballtor. Ey, das ist nervig. Ja. Benny hat ja in seinen EPS-Videos auch mal einen Counter eingebaut. Ja, aber war dann doch gar nicht so viel, wie man gedacht hätte. Waren gar nicht so viele Kopfballtore. Ah, den Ball habe ich leichtsinnig verloren. Oh, oh. Oh, oh. Das wäre bitter gewesen. Wenn er so angelaufen kommt, musste ich anders rausdrehen. Ich dachte halt, er spekuliert darauf, dass ich ihn oben hin mitnehme. Gefährlich hier. Mitte gleich. Schöner, da bist du. Ein weiter. Schön gespielt hier. Ah. Ich wollte ihn auf dem rechten und dann rumschlänzen einfach. Der ist normalerweise safe. Und er nimmt ihn mit dem linken und schlänzt natürlich mega scheiße. Na, du hättest ihn auch einfach links rumschlänzen können mit einer besseren Ausrichtung. Aber egal. Wir haben noch genügend Zeit. Ja, wird schon. Bringen wir auf den ersten. Tu das. Kommt. Yes. Da ist das nächste Kopfballtor. Mit dem Ibabo. Was da los? Läuft. Und der rastet einfach mal total aus hier. Ja, Torwart kommt raus und dann übersteigt Ibabo einfach mal den Innenverteidiger und dann. Alles und jeden hier. Der Junge keine geht Chance für den Gegner. Ah, schade. Schöne Balleroberung.
Kannst steil spielen? Ja, hab Schade. Ja, ich hab's gesehen. Auch ein richtig geiler Ball hier. Das finde ich auch immer nice. Aber ich muss sagen, fürs 3-5-2 stehen wir halbwegs solide hinten. Finde ich zumindest. Also es fällt nicht irgendwie in dem Sinne auf, dass wir jetzt total hinten schwimmen würden. Ich spiele dich kurz an. Mitte. Mitte wieder. Ja. Oben. Ganz oben. Chip durch. Will mal versuchen. Oh, schade. Wenn so ein Ding kommt, ist mega geil. Ja, aber den hat er irgendwie nicht so geil genommen. Ja. Ist auch sehr schwer. Also so ein Abschluss, der geht wirklich selten rein. Vor allem im normalen FIFA. Ich sag mal so, er ist jetzt von den Qualitäten, von den Attributen ist er leider doch nicht so ganz der Megastürmer. Also ja, er ist nicht der absolute Babo. Das bleibt wohl doch Ronaldo in FIFA. Aber er hat den Namen dafür. Schade, ein Stück zu lang. Aber den haben wir. Stecken wir durch. Boah, ist knapp. Abseits, ja. Weil er einfach sich den Ball nochmal so ein Stück vorlegt. Sieht man hier schön, Ball war zu weit vorgelegt und dann stimmt das Timing nicht mehr. Schade. Den spielt er mir genau in die Füße. Müssen wir auch aufpassen. Ja. Oh, oh nimm mir doch Jungs, nicht den Ball ab. Du Arsch. Gönnst mir auch nichts. Vor allem ich. Ja, du hast mir den Ball abgenommen, Junge. Du hast den sogar gesteuert. Den habe ich vorher angewählt bekommen. Erzähl mir doch hier nichts. Wie weit ist der Seitenwechsel denn bitte? Erzähl mir doch hier nichts, Georg. Ich hätte dir doch sowas von den Run gegönnt, mein Freund. Ja, ja. Das sagt er mal halt immer so. Körper rein hier. Nice. Schön. Ja. Mitte. In Ruhe reinbringen. Boah, sag mal sowas an. Sowas. Ey, das ist so einer der typischen Beispiele, was im Tour und Tour halt gar nicht geht. Ja. Weil man einfach nicht damit rechnet. Wenn man selber weiß, dass man dahin spielt, kein Ding, aber. Kein Ding, Bro. Kannst oben nochmal reinlupfen. Schön. Nochmal ein weiter. Nice, und jetzt? Das ist der Guarin. Boah. Junge, was ein Strich aber an dieser Stelle. Nice. Nimmt der mir den Ball gut ab. Ich laufe Mitte mit zu. Mit dem machen Longshots, denke ich mal, richtig Laune. Ja, obwohl der recht unplatziert war für seine 87 Distanzschüsse. Distanzschusswert. Naja, fand ich ein bisschen schade. Weil die Position war eigentlich recht gut. Auf jeden Fall. Feuer war ordentlich dahinter. Das kann man nicht sagen. Also. Ja. Aber reicht halt nicht, wenn der Ball nicht platziert ist. Boah. Haut er uns von hinten um, aber Freistoß ist das auch nicht. Laut Schiedsrichter. Hinten rum. Oh nee, bitte nicht schon wieder so ein behindertes Tor, ey. Jedes Mal. Irgend so ein komisches Ding. Komm, hier ein von der Halbzeit noch. Auf. Boah, scheiß Pass. Torwart. Oben. Oder auch unten. Oder auch oben. Ein weiter direkt. Ja. Wieder ein weiter. Boah. Ich denke, du willst vor der Halbzeit noch treffen. Da müssen wir langsam mal nach vorne spielen. Ja, aber es bringt ja nichts, planlos da reinzugehen. Einen Angriff werden wir schon noch haben. Doppelpass vielleicht mal. Ich lauf wieder. Jetzt. Schönes Ding. Ja, lupen vielleicht. Boah, ach, schade. Zu weit, eigentlich vom Ding gut gelupft, aber so reizt natürlich nicht ganz. Ich habe ein bisschen zu doll aufgeladen, aber vielleicht kriegen wir noch einen Angriff. Du bist doch normalerweise unser Lupferkönig. Ja. Ich mache Lupfer auf jeden Fall ganz gerne, das stimmt. Jetzt steil. Ist der Torwart da? Akrobatisch wird er hier. Ja. Ah, das wird so gewesen sein wahrscheinlich. Nee, der Gegner macht jetzt noch eins. Spielen wir einen langen Ball. Ja, nehmen nice. Wir auch an. Außen durch. Ja. Lauf doch! Hast du? Oh, oh. Also wenn er da nicht mit dem Torwart rankommt, wird's derbs gefährlich. Aber insofern gut rausgeholt vom Gegner. Aber sah doch zum Ende jetzt schon mal wieder ein bisschen besser nach mehr Druck. Ja, somit geht's mit dem 1-1 in die Halbzeit. Aber also ich denke schon, dass wir die besseren Anlagen haben. Mal schauen, was die Statistiken sagen in der Halbzeit. Ja, sind schon für uns ausgerichtet. Wieder mit 61% ja, Ballbesitz. Ja, es ist krass irgendwie, dass wir so Ballbesitz stark sind. Es fühlt sich für mich immer gar nicht so an, dass wir so ewig am Ball sind, aber... Nö, sind wir eigentlich auch nicht. Aber die Gegner verlieren auch immer relativ schnell, finde ich. Schön. Ich lauf Mitte. Ah, fuck, ich dachte, du gehst Linie jetzt. Ja, da haben wir genau im Timing uns verfehlt. Das ist halt manchmal noch so eine Sache. Ach, der sollte auch den weiter unten. Im Korb manchmal ganz gut, wenn man einfach die simplen Sachen macht. Also es ist dann zum Teil echt so, dass man sich erstmal kennenlernen muss, bevor man da speziellere Dinge raushauen kann. Da fehlen einfach sonst oft die Timings. Aber es ist halt auch mal eine Herausforderung. Ja. Schön, zieh mal einen ab. Hast du den geschlänzt?
Ja. Hätte ich wahrscheinlich nochmal schießen müssen. Ich glaube, für Schlenzer haben wir einfach nicht die Superspieler da im Mittelfeld. Würde ich jetzt mal... Oh, shit. Ich wollte eigentlich passen und bin aus Versehen auf die Flankentaste gekommen. Kann ja mal passieren. Ja. Ich werde motorisch schon schwächer. Mangelnde Spielpraxis. Mitte wieder? Ja. Mitte? Das ist halt scheiße schwer dann zu bearbeiten, wenn ja. Du zwei Leuten darauf hast. Guter Ball. Da bleibt Alter. Er wieder so kurz stehen. Das nervt mich so dermaßen. Da also nicht, dass er gleich einen Krampf kriegt. Da kannst du... Das ist einfach... Du kannst nichts gegen machen. Deine Stürmer bleiben einfach kurz stehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und es ist einfach... Und gucken den Ball an, wo der ist. Und ach, ja, komm, Mann, bitte, ey. Ach, da setzt sich Lukaku halt auch durch. Ja. Einfach so behindert, weil... Ach, wir haben vorher die Chance echt zum Tor. Na, egal. Komm, machen wir. Das packen wir noch, ey. Die haben wir so unter Kontrolle. Eigentlich schon, ja. Ach, spiel ihn noch gleich, bitte, Mann. So langsam könnten wir mal an den Ball kommen. Ey, bitte, ja. Und jetzt die nächste Flanke, ich seh's schon kommen. Ja. Boah, wichtig. Die Flanke dürfen wir aber auch nicht zulassen, Mann. Ja, also komm bitte, wie er sich da durchsetzt, das kannst du nicht viel machen. Ja, guter Ball. Komm, Junge, setz durch. Ja. Ist einfach ein bisschen zu klein. Hinten erstmal, ja. Ey, wie lange will der noch warten? Ich hab den so gespielt, dass er den direkt spielt. Geh mal. Ja, würde ich gerne. Kannst wieder über die Mitte spielen, unten. Und einen weiter. Nein, hier einfach. Shit, ey. Egal, nachsetzen. Och komm. Waren wir fast dran. Ach, ey. Der sollte auch einer weiterhin. Ey, das ist wieder so zerfahren jetzt hier gerade. Ja. Geh du rauf außen, versuch aktiv noch rauf zu gehen, auf die Flanke. Gut so. Ja, hol dir doch auch mal den Ball, Mann. Oh, oh. Unser Tor ist da. Und mit der Hacke hier. Doppelpass? Doppel, ja. Ah, scheiße, hätte ich vielleicht lieber unten spielen sollen. So langsam müssen wir was machen. Kannst mal ein bisschen offensiver schalten. Nee, warte noch ein bisschen. Es ist 66. schon, wenigstens auf ausgeglichen. Na, fuck, wieder Missverständnis. Mach ich sofort. Ein unten. Durchstecken jetzt? Ja. Gut dabei. Kriegen jetzt nochmal mit der Flanke. Ja. Ist mir jetzt auch egal. Nein! Nein! Ey, wie fies sich das denn jetzt? Das nicht. Oben. Schön. Ja! Boah! Schönes Teil vom Malte hier. Alter, Mann. Der saß doch mal hier. Sauber, ey. Sauberes Ding. Aber richtig saß der im Eck. Schönes Teil. Auf sehr geht nice. Jetzt hier noch ein. Ja, ey, der Kopfball war aber wirklich richtig mit Feuer gerade auch wieder, ne? Das ja, Falcao hat schon da gute Werte auf jeden Fall. Boah. Kommt du ran? Naja, aus dem Winkel. Versuch wieder aktiv drauf zu gehen. Oh, nein. Boah, nein! Ey, ja, er kriegt den Abpraller, ey, Mann! Das gibt's doch nicht, ey. Komm weiter jetzt, Mann, das lassen wir uns jetzt hier nicht nehmen. Och, so ärgerlich wieder, ey. Ey, vor allem, der Ball ist 100 Jahre in der Luft und man sieht halt schon viel früher, man sieht schon kommen, wie Lukaku da steht. Er steht da halt echt wie so ein... Aber wir haben da halt auch zwei Außenverteidiger, die nicht so groß sind in der Innenverteidigung. Boah, du machst da immer Dinger nach dem Abstoß, ey. Ibarbo tankt sich da durch. Nein, ja. Ich wollte kurz dann durchstecken. Ah, schön. Oh, da geht wieder keiner hin. Ich mach. Oh, nicht Innenverteidiger mit. Der Malte war jetzt ganz offensiv. Ich wollte einfach nur einen offensiver stellen. Ja, komm, lauf dich frei irgendwo. Kurz. Komm jetzt hier. Doppelpass? Ja. Nein. Den hat er gut zugelaufen. Oh, oh. Boah. Glück gehabt. So. Boah, aber hier 1-2 nicht Angriffe. Oben, kannst du gleich kurz spielen. Ja. Also, wir müssen jetzt. Kannst auch ruhig noch ein Stück offensiver stellen. Ja. Boah, das muss jetzt sein. Zwirten wir den böse rein? Mach ihn einfach. Nein, Junge, mach ihn doch einfach. Ich sag doch, mach ihn einfach. Ja, das Geile ist, ich frag, zwirten wir den böse rein und bin überzeugt, dass wir es machen und du hörst einfach auf zu sprinten, Mann. Ja, weil ich dir die Option nehmen wollte.
Wie behindert, ey. Da fehlt die Abstimmung aber böse, ey. Ey, das gibt's nicht. Was ein Fail. Lass durch. Ein weiter. Schön. Wie den Fuß einfach sonst. Ja. Oh, schade. Ey, das gibt's nicht, Mann. Wir müssen hier den Ausgleich noch machen. Komm. Ja, kurz. Passt du wieder? Mitte wieder. Schön. Doppel. Oben. Unten meine ich. Ah, ich wollte kurz übersteigen ans Leere und dann wieder dich durchstecken. Komm jetzt hier. Oh, immer diese scheiß schnellen Einwürfe, die kosten einfach nur Zeit. Ganz oben. Ein weiter. Oder Mitte wieder. Ja, durchstecken. Oh, wie lange er braucht am Ball, Mann. Unglaublich. Oh. Und jetzt wird's gefährlich. Ja. Hast du? Unten? So, ein Angriff noch. Plus eventuell noch einen zweiten. Boah, Glück gehabt. Nicht spielen. Hier, jetzt mal. In die. Ja, geht durch. Ich bin Mitte. Ah. Oh. Ist zu früh gewesen, die Flanke, aber egal. Ist noch heiß. Oh, Junge. Mach ihn! Ja! Da ist es doch, ey. Puh, ey. Also, wenn da der Tor noch reingekommen wäre. Ich hab jetzt schon gedacht, du willst alleine irgendwie machen. Ich habe überlegt, ob ich noch eine Roulette in die Mitte mache. Ey, komm, mache jetzt hier so. Alles nochmal rauf, Georg. Alles nochmal rauf. Ich glaube, mit Glück kriegen wir noch einen. Boah, ich habe den Torwart schon dran gesehen. Echt, dass er ihn da wieder rausfischt. Komm jetzt rauf hier. Ja. Ach, wir fangen uns noch das Ding. Nee, komm, wir holen uns den. Ja, schön. Jetzt gib uns noch einen Angriff, Schiri. Spiel? Schön. Geh erstmal. Nein, du Scheiß, Schiri, ey! Mann! So ein Spasti! Ist der Controller gerade schon geflogen? Ja. Was ist das für ein Kackspiel? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Der ist doch getürkt. Der Schiri. So ein Scheißspiel. Echt. Das kann doch nicht angehen, sowas. Ey, wir sind mit 5 Mann gegen 3. Und der Schiri denkt sich, ja, gut. Weil, wie ironisch er noch 2 Sekunden laufen lässt, wo ich schon im Vollsprint bin, um danach abzupfeifen. Ist das euer Ernst? Alter. Ey. Ich schwör dir, wir hätten das Tor gemacht. Weißt du, ich habe schon gesehen, wie ich den Übersteiger in die Mitte mache und dann das Ding reinschlänze. Und nein, der Schiri pfeift ab. Georg, alles halb so wild. Wir sind Meister geworden. Ich denke, wir haben hier ein ordentliches Spektakel abgefeuert. 14 zu 10 Schüsse. Boah, auch nicht schlecht. Ja, viele Schüsse auf jeden Fall. Das 3-5-2 hat schon gehalten, was es versprochen hat. Hinten scheiße und vorne sehr offensiv. Komm, so scheiße waren wir nicht. Ja, aber 10 zu 9, also 10 Schüsse und 9 aufs Tor ist schon eine krasse Quote. So, bevor Georg jetzt hier noch alles in die Luft haut, würde ich sagen. Meine Güte, ey. Aber nein. Ich würde sagen, insgesamt trotzdem mit Kolumbien auf jeden Fall, macht richtig Laune mit denen zu spielen, gehen gut ab. Ja. Stürmer, doch recht gut, recht agil. Auch von hinten kam einiges, so ein paar schöne Schüsse dabei gewesen. Ja. Also ich würde sagen, wenn man da jetzt eine Sternewertung abgeben müsste, dann sind die schon ganz oben dabei. Macht Laune mit denen. Ja. Und die halten schon, was ihre 4,5 Sterne auf jeden Fall versprechen. Ab und zu vielleicht noch ein bisschen im Abschluss im Mittelfeld schwächen, aber ja, bei der Ballbehandlung auch hier und da nicht so super. Ja, zum Teil brauchen die zu lange, das ist richtig. Ja. Wie gesagt, schreibt uns bitte in die Kommentare, welche Teams ihr als nächstes sehen wollt und über welche Themen wir vielleicht mal quatschen sollen. Bietet sich ja an, dadurch, dass wir zu zweit sind. Malte hat es euch ja vorhin ausgeführt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich schon mal. Bis dahin. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Vorschläge, so über was wir mal quatschen sollen, weil wir haben da Lust drauf und dementsprechend sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt, sind dann auf euer Feedback gespannt und ich hoffe, euch hat die Serie gefällt euch hoffentlich auch, aber ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen, war ja einiges los und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Wieder mit. Das Spiel, ne? Jetzt Spiel. Nein. Ja. Jetzt nehmen die Flanke. Die kommt doch, die kommt. Ja. Ja. Da ist es doch.